Siegertyp 02 HD fragt PietSmiet. Habt ihr euch die GTA 6 Leaks angeschaut? Hallo. Nein, ich habe mir den Leak von GTA 6 nicht angeschaut. Also zumindest nicht bewusst. Ich habe schon mal irgendwo ein Bild oder so gesehen, aber die ganzen Videodateien und so weiter habe ich mir nicht gegönnt. Ich möchte das dann sehen, wenn es mir vorgestellt wird, offiziell. Also angeschaut habe ich mir die nicht. Wir haben im PietCast ja drüber gesprochen. Aber ich bin jetzt nicht so der Riesenfreund von Leaks und bei GTA 6 speziell, das spiele ich so oder so. Entweder stimmen die nicht, dann bin ich vielleicht enttäuscht, oder die stimmen und dann spiele ich es eh. Also, da ich das sowieso spiele, habe ich mir die nicht angeguckt, nee. Ich hatte ein Video davon gesehen und ja, sah auf jeden Fall cool aus. Also, in so einem frühen Stadion sah das schon echt gut aus. Bin natürlich sehr gespannt auf den Rest, den man irgendwann sieht. Ich hoffe, irgendwann wird es vorgestellt. Und ja, also ich bin dadurch ein guter Dinger. Ich habe sie mir angeschaut, nicht in voller Gänze. War ja doch sehr, 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 sehr viel, aber mal so durchgeswitcht. Und ich fand, es sah sehr, sehr vielversprechend aus, muss ich sagen. Es tut mir natürlich total leid für die Entwickler, weil sowas ist immer richtig unangenehm für die. Aber ich fand es durchaus sehr interessant, was wir da zu sehen bekommen. Ich würde mir natürlich wünschen, viel mehr Footage von solchen frühen Versionen zu sehen. Aber ich verstehe, warum das aus Marketingperspektive katastrophal ist. Weil Leute dadurch falsche Eindrücke vom Spiel bekommen. Davor haben ja, glaube ich, Entwickler und gerade die Marketingabteilung immer unfassbar viel Angst, dass Menschen einen falschen Eindruck bekommen. Oder das denken, dass das Spiel viel schlechter aussieht, als es nachher aussieht und so weiter und so fort. Aber wenn man ein bisschen zumindest von dieser ganzen Spieleentwicklung versteht, so ganz, ganz kleines bisschen, so, dann ist das für mich schon super interessant zu sehen. Also ich habe mir zu den Leaks, glaube ich, nicht wirklich was angeguckt. Also ich glaube, ich habe irgendwie ein Bild gesehen oder so, aber es hat mich ernsthaft nicht interessiert, weil ich gar nichts wissen wollte. Ich möchte wissen, wie das fertige Spiel aussieht. Wenn das dann rauskommt, gucke ich mir gerne den Trailer an, aber es kommt halt, wenn es kommt, und es sieht aus, wie es dann aussieht, ne? Also es wird auf jeden Fall geil.